Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen sind immer wieder zwei aufgetaucht. Am Karfreitag hören wir, dass Christus gekreuzigt worden ist und rechts und links von ihm jeweils zwei Verbrecher. Der eine symbolisiert die Welt der Sünde. Er lästert Gott, er höhnt Gott und sagt, hilf dir doch selber, mach dein Zeug und dann hilf auch mir. Und der andere, Dismas genannt, der Schächer, der sagt, ich bin zu Recht verurteilt worden. Ich gestehe meine Schuld ein. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er symbolisiert also den Menschen, der sich seines Falls, seiner Fehler, seiner Verbrechen, seiner Sünde bewusst ist, aber auch bewusst ist, ich kann es nicht selber machen, sondern ich darf auch mit meinem Fehler, mit meiner Sünde mich an Gott festhalten und sagen, nimm mich mit, lass mich nicht alleine. Man könnte fast so den Eindruck haben, als ob er noch nach ihm schnappt, um ja mit ins Paradies, in den Himmel zu kommen. Aber er bittet den Herrn, nimm mich mit. Und jetzt haben wir gehört, da sind also zwei Jünger, der eine der sogenannte Lieblingsjünger und der Petrus, der Fels, der Rechtmäßige, die rennen um die Wette. Die denken, ob die Botschaft, dass die Mädels da gebracht haben, ob die stimmt, also das gucken wir lieber mal selber nach. Und sie rennen um die Wette. Und klassischerweise wird Johannes, weil er auch der Lieblingsjünger war, bezeichnet, der ist schneller. Die Liebe drängt ihn und er ist schneller am Grab, um wirklich zu gucken, stimmt es, dass er lebendig ist? Aber er drängelt sich jetzt nicht vor, sondern lässt dem Petrus den Vortritt. Das Amt, die Kirche soll es bestätigen, ob das stimmt. Und der Petrus guckt alles an, da ist das Tuch, da ist das Tuch, was zusammengefaltet ist am Haupt. Also er macht eine ganz klare Analyse, was ist hier los. Und als diese Analyse fertig ist und das Urteil quasi gefällt ist, wir könnten sagen, Petrus hat das erste Dogma damit benannt, Christus ist auferstanden. Und dann kommt Johannes, sieht und glaubt. Der muss nicht kontrollieren. Der muss nicht nachgucken, stimmt es da alles und ist es so, sondern der ist voller Herzensfreude und glaubt einfach. Und das beneiden wir natürlich auch. So täten wir auch eigentlich gerne glauben. Aber wir möchten es doch wissen. Und darum ist heute die Maria und der Lukas auch da. Die wollen es auch wissen. Die wollen es wissen, ob das eigentlich stimmt, mit diesem Gott oder ob die Christen nicht so eine kleine Schramme haben, denn wir haben in der Lesung gerade gehört, richtet euch nicht auf das Weltliche, sondern schaut nach dem Himmlischen. Da können wir ja sagen, typisch katholisch, jetzt soll man nicht nach der Welt schauen, sondern sich einfach nach dem Himmel ausrichten und alles andere ist egal. Das ist aber nicht gemeint, sondern dort, wo wir uns am Irdischen festmachen, beschäftigt uns ja das Irdische so. Wenn Sie sich überlegen, über was Sie sich letzte Woche alles aufgeregt haben und welche Ängste Sie letzte Woche hatten, da wissen Sie vielleicht schon manche gar nicht mehr, weil die zwar einen Tag lang ganz beherrschend waren, aber am nächsten Tag schon wieder was anderes Sie beherrscht hat. Und so werden wir ständig von irgendwas beherrscht. Wir werden getrieben, manche fahren nicht mehr U-Bahn, manche sagen ihren Flug ab, weil sie nicht mehr in Urlaub fliegen wollen, manche meiden große Städte, hat also Leutkirch Chancen, dass der Tourismusboom nach Leutkirch kommt, weil da ist nicht so viel zu holen. Also viele Leute lassen sich plötzlich treiben von irgendwas und sind gefangen. Oder die Vorstellung, ich habe ein altes Handy und alle meine Freunde neuestes Apple iPhone, was weiß ich. Das kann ja zu einer großen Drama werden. Ich habe das nicht, was die haben.
Und das beschäftigt einen so, dass wir plötzlich alles andere, was an Gutem da ist, nicht wahrnehmen können. Und wenn wir jetzt auf das Kreuz schauen und dann hören, dass wir Menschen sagen, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Auferstehung, dann hört sich das ja erstmal auch wirr an. Wie kann denn Tod, Hinrichtung, Schändlichstes, Hinschlachten Heil bringen? Und da hören wir, dass Jesus sagt, aus freiem Willen habe ich mich hingegeben, ich nehme das ganze Unrecht auf mich und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Osterbotschaft Jesu ist also auch die Verzeihung, die Versöhnung. Und so hören wir in den nächsten Tagen, dass Jesus als erstes den Jüngern immer zuerst sagt, der Friede sei mit euch. Und Jesus hat auch die Jünger ausgesandt, dass wenn sie in ein Haus kommen, sie als erstes sagen sollen, der Friede sei mit euch. Und stellt euch jetzt einmal vor, wenn ihr im Grunde eures Herzens euch immer wieder sagt, egal wie es jetzt aussieht, ich wünsche als erstes diesem Menschen, dem ich begegne, den Frieden. Ja, und nicht gleich, was hat er gegen mich, warum guckt er so, was auch guckt er, hat das, ich habe das nicht. Wir bemessen immer innerweltlich gleich. Ja. Wenn wir aber sagen, ich habe eine Kraft in mir, die mich stärkt, für Mare heißt es ja auch kräftigen Stärken, dann weiß ich, das kann ich nicht aus mir. Christ sein kann man nicht aus sich, sondern da braucht es diese Gnade dazu, diese Kraft. Und die wird euch jetzt als Abschluss in die Eingliederung der Kirche durch die Firmung geschenkt. Was ist jetzt der Heilige Geist? Ich versuche ein technisches Beispiel, was immer ungünstig ist. Ich nehme jetzt an, ihr bekommt also ein neues Handy zur Firmung geschenkt. Super, aber ihr schaltet es nicht an. Dann hast du zwar ein super Handy, aber wenn du es nicht anschalten tust, was man nicht sagen kann, wenn du nichts anschaltest, jetzt habe ich es gleich, dann hat es keinen Kontakt. Ja? Vom Satelliten her wird zwar immer auf Sendung geschaltet sein, aber wenn du das Handy ausschaltest, bekommst du keinen Kontakt zu dem Satelliten. Erst wenn du es einschaltest. Und so ist es, glaube ich, auch mit unserem Gebet, dass wir erfahren dürfen, dass Gott immer, egal in welcher Not bist, egal was du verbockt hast, egal wie schlimm dein Leben scheint, der Herr wird dich nie alleine lassen. Aber er kann nicht dir beistehen, wenn du nicht anschaltest. Das heißt, wir brauchen immer wieder die Pflege der Beziehung. Das merken wir im menschlichen Miteinander auch. Freundschaften leben von der Beziehung. Wenn wir sie nicht pflegen, geht es auseinander. Und so ist es auch mit dem Herrn. Je mehr wir uns mit ihm vertraut machen, und das wünsche ich euch, dass ihr mit ihm wirklich auf Du und Du seid. Daher auch diese Möglichkeit, immer wieder ein Wort aus der Heiligen Schrift sich vergewissern und zu sagen, das ist mein Wort heute, an dem kaue ich nach. Dann vertraue ich auch, dass der Herr jetzt nicht buff, mit voller Kraft euch hier aus den Latschen kippt, aber ihr die Kraft habt, euer Leben leben zu können und dass ihr ein gutes Leben vor euch haben könnt, weil ihr diese Zusage Gottes habt, dass er mit euch den Weg geht. Und so wollen wir jetzt den Heiligen Geist erbitten. Ihr kommt hier nach vorne.